Stell dir vor, du kannst die Gärreste deiner Biogasanlage so veredeln, dass daraus ein hochwertiger und konzentrierter Mineraldünger wird. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Produktvorstellung. Mein Name ist Florian und ich befinde mich hier im beschaulichen Örtchen Babensham, ungefähr 20 Kilometer entfernt vom Chiemsee. Ich bin hier, weil auf diesem Betrieb etwas Besonderes realisiert wurde, was wir uns heute mal gemeinsam mit der Betriebsleitung anschauen werden. Ich habe jetzt hier neben mir stehen den Betriebsleiter Engelbert Friedelhuber. Ich grüße dich. Hallo. Erst einmal vielen Dank für die Einladung auf deinen Betrieb und dass wir uns hier ein bisschen genauer umschauen dürfen. Ich schlage aber vor, dass du vorab dich nochmal richtig vorstellst. Ja, hallo, mein Name ist Engelbert Friedelhuber. Ich bewirtschafte gemeinsam mit meiner Familie einen Milchviehbetrieb mit 175 Tieren. Wir bewirtschaften 95 Hektar Fläche, betreiben ein Lohnunternehmen und haben zusätzlich im Jahr 2000 eine Verwertungsbiogasanlage errichtet und im Jahr 2010 eine Navarro-Biogasanlage in Betrieb genommen. Ja, vielen Dank für deine Vorstellung. Ich bin ja heute auf deinem Betrieb, weil du bei deinen beiden Biogasanlagen ein besonderes Verfahren anwendest. Mit Blick auf die Düngeverordnung und auch dem aktuellen Liefermangel an mineralischen Düngern schaffst du es ja, die Wertschöpfung deiner Biogasanlage weiter auszubauen. Und das möchte ich mir anschauen. Deswegen lass uns mal hochgehen zu deiner Biogasanlage. Ja, komm. So, jetzt sind wir bei der Navarro-Biogasanlage angekommen. Da sieht man jetzt schon mal die zwei PHKW-Container, da wo die 650 kW elektrische Leistung verbaut ist. Hier hinten ist das Endlager. Hier sind die zwei Fermenter. Und damit wir den Gärrest vom Endlager so aufbereiten können, wie wir es derzeit machen, braucht man einen Separierer. Den haben wir von der Biogastechnik Süd. Das ist jetzt das Sepo Gant, wie man da oben sieht. Und der hat die Aufgabe, dass man den festen und die flüssige Phase trennt. Und die Flüssigphase, das ist das Presswasser, ist zugleich das Input für unsere Aufbereitungsanlage. Die wollen wir uns später anschauen. Und das jetzt hier ist der Pressguthaufen? Ja, genau. Und den schauen wir uns jetzt mal an. So, der Sepugant, der läuft immer nach Bedarf und holt pro Tag 5 Kubikmeter solches Pressgut raus. Das besteht aus der Faser, alles, was die Kühe nicht verdauen haben können, das, wo in der Gülle ist und was auch jetzt die Biogasanlage noch nicht im ersten Durchgang geschafft hat zu verwerten. Und das geht jetzt ein weiteres Mal als Input wieder in die Biogasanlage, holen wir nochmal Gas raus und der Rest, das ist dann das Presswasser, das sind 40 Kubikmeter pro Tag und das geht dann runter zur Gärrestaufbereitung. Und die zeige ich dir jetzt, die schauen wir uns an. Das machen wir. Wir stehen jetzt hier vor der Anlage, von der du uns gerade erzählt hast. Spannend und groß ist sie. Was ist das? Das ist ein Vapogant der Biogastechnik Süd. Und wie kamst du der Investition, dass du die getätigt hast? Ja, das Problem ging eigentlich vor langer Zeit los. Also wir haben ja schon mindestens 15 Jahre setzen wir keinen mineralischen Dünger mehr ein, war auch in der Vergangenheit kein Problem. Man konnte die Gärreste also nach Pflanzenentzug ausbringen. Bloß dann kam die GV-Grenze in der Tierhaltung, dann kam die 170 Kilo N-Grenze für organischen Dünger in der Tierhaltung und später wurde dann auch der Gärrest als organischer Dünger angesehen. Somit hatten wir zwar die richtige Menge Nährstoffe auf dem Betrieb, nur es war alles organischer Dünger. Und dann stellte sich bei uns die Frage, wollen wir den Gärrest über weite Strecken in viehlose Gebiete verfrachten oder schaffen wir es, aus dem Gärrest auch mineralischen Stickstoff zu produzieren? Und das habe ich dann mit der Anlage erreicht. Somit veredelst du quasi dein vorhandenes Gärrest aus der Biogasanlage zu Mineraldünger? Ja, genau. Und das zeigst du mir jetzt am besten mal. Gut, dann komm mal mit. So, hier ist die Schaltzentrale der kompletten Anlage. Da sieht man, wie die einzelnen Verdampfer arbeiten, wie die Brütenwäscher arbeiten und dass zurzeit die Anlage eine Wärmeaufnahme von 427 kW hat. Und die von dir erwähnten 427 Kilowatt Wärme ist quasi die Abwärme oder ein Teil der Abwärme deiner Biogasanlage? Richtig. Und genau mit dieser Abwärme der PHKWs können wir den Inhalt, den Gärrest in den Verdampfern mit Einbezug von Vakuum zum Kochen bringen. Und das würde ich dir gerne mal zeigen. Mach das mal bitte. So, jetzt müssen wir dahinter
So, das ist jetzt der Verdampfer 2. Da vorne ist der Verdampfer 1. Und da kann man jetzt mal schauen, wie der Gerez da drin kocht. Siehst du das? Ja, das sehe ich. So, jetzt schauen wir noch zu Verdampfer 1. Wir stehen jetzt vor dem Verdampfer 1. Du musst dir vorstellen, der Verdampfer 1 ist halb voll bis zu den Ring mit Presswasser gefüllt. Und bis zur Hälfte gehen auch runde Heizregister. Alle 10 cm kommt das nächste Heizregister. 5 Stück sind drin. Mit den Heizregistern und mit der Abwärme der Biogasanlage bringen wir mit Hilfe des Vakuums das Presswasser bei 65 Grad schon zum Kochen. Und damit die Heizregister nicht anbrennen, haben wir hier die Hydraulik. Das heißt, hier ist ein Bürstenregister, das um die Heizregister hin und her fährt, damit die sauber bleiben. Der aufsteigende Dampf wiederum geht übers Dampfrohr Richtung Brückenwäscher, wo wir dann das hochwertige, wertvolle Ammoniak rauswaschen. Und das würde ich dir jetzt gerne zeigen. Gerne. So, wir stehen jetzt vom Brückenwäscher vom Verdampfer 1. Ich habe dir erklärt, dass im Dampf noch das ganze Ammoniak drin ist. Der Brückenwäscher hat die Aufgabe, dieses Ammoniak komplett rauszufiltern. Über eine saure Wäsche. Die saure Wäsche funktioniert, indem dass man dem Brütenwasser Schwefelsäure zugibt, das auf einen pH-Wert von 2,8 einstellt. Und durch das wird der Dampf gereinigt, sauber, frei von Ammoniak und wird dann ausgeschleust als ASL. ASL ist Ammonsulfatlösung, ist hochwertiger Dünger, mineralischer Dünger, was wir zur Düngung der Felder brauchen. Und vor allem kann ASL nicht ins Grundwasser ausgewaschen werden. Es wird sofort vom Boden aufgenommen, gebunden, so lange bis eine Wurzel der Pflanzen das abholt. Der pH-Wert wird dann von 2,8 in einem weiteren Brütenwäscher wieder angehoben auf einen pH-Wert von 6,5 bis 7, sodass wir auch keinen kalkzehrenden Dünger haben, sondern genau das, was die Pflanze will. Somit wird ja der Dampf aus Verdampfer 1 nochmal in Verdampfer 2 genutzt. Und wenn er da durch ist, ist ja immer noch Dampf vorhanden und die Energie. Was passiert damit? Ja, richtig. Und damit ich dir das zeigen kann, was dann mit dem Dampf passiert, müssen wir ans andere Ende der Anlage gehen. Okay, wir sind jetzt beim Verdampfer 2 angelangt, wo auch der Brütenwäscher zu dem Verdampfer steht. Für den Dampf ist eigentlich jetzt die Endstation erreicht. Das heißt, im Heizregister im Verdampfer 2 geht der Dampf zu Kondensat über. Sowohl auch der Dampf, was nach dem Brütenwäscher noch da ist, der wird mit Hilfe des Wärmetauschers auch kondensiert. Dieses Kondensat wird nach genauester Qualitätsprüfung über eine Sonde ausgeschieden, geht in den Kühlkreislauf, was im Kühlturm dann entweder vernebelt, verdampft wird oder wie bei uns auf dem Betrieb zu weiteren betrieblichen Zwecken weiterverwendet wird. Mensch, Engelbert, da hast du dir aber eine komplexe Anlage auf den Hof gestellt. Allerdings. Und sag mal, nach 2 Jahren, wie ist dein Fazit? Ja, es war auf alle Fälle die richtige Entscheidung, schon gar aus heutiger Sicht. Denn mit der ganzen Umweltproblematik, der Düngemittelverordnung, haben wir ja gesehen, dass man, wenn man 40 Kubikmeter Presswasser am Tag durchsetzt, dass daraus 18 Kubikmeter Wasser entzogen werden können. Das sind viel weniger Fahrten aufs Feld. Das heißt, wir sparen Sprit und Zeit und Kosten. Dann produzieren wir noch 2.500 Liter hochwertigen ASL, mineralischer Dünger, den wir auf unsere Felder sowohl auch auf Nachbarsfelder ausbringen. Und der Rest ist dann noch ein hochwertiger Dickschlamm, den wir auch für die Düngung der Felder zur Verfügung haben. Das klingt alles sehr nachvollziehbar. Also ich bin schwer beeindruckt, auch dass du dir die Anlage hier realisiert hast. Finde ich klasse. Auch vielen lieben Dank, dass du mir das heute alles gezeigt und erklärt hast. Hab einen tollen Einblick bekommen. Ja, und abschließend kann ich nur sagen, wenn ihr mehr Informationen haben wollt, dann geht gerne auf die Internetseite von Biogastechnik Süd, aber auch auf die Social-Media-Kanäle, wir haben sie unten verlinkt. Und das Thema ist ja doch ein bisschen komplexer. Wir haben extra dafür ein Q&A-Video vorbereitet, was wir euch oben verlinken werden, wo wir noch ein paar Fragen beantworten werden. Und abschließend kann ich nur sagen, vielen Dank auch fürs Zuschauen an euch. Macht gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Und über ein Abo freuen wir uns auch immer. Vielen Dank.